Ja, ein wunderherrliches Moin Moin und willkommen zurück zu Dragon Quest Builders 2. Wir versuchen hier aus Gelkatras zu fliehen und schauen uns jetzt hier erstmal um. Ein lebloser Körper. Sind sie tot? Ey, die Haare wehen. Ah, ich weiß ja nicht. Was ist das hier? Bibulister Schild. Das ist die Verbrennungsanlage. Egal, ob der Gefangene durch natürliche Ursachen oder sein eigenes Pech stirbt, die läuternden Flammen werden ihm ein neues Leben als williger Krieger des Hohepriesters schenken. An dieser Stelle endet die Nachricht. Sabalot, eine Verbrennungsanlage, was? Allein der Gedanke, in diesen Schmelzofen geworfen zu werden, macht meine Knie, macht mich ganz weich. Ja, du hast keine Knie. Hornbart! Das ist so ein Tor, dass ich... Moment, wo bin ich? Jelimine, er ist von den Toten auferstanden und jetzt spricht er mit uns. Ja, wenn das mal nicht mein erster Offizier Bilbo ist, freut mich, dass du pudelmunter bist. Also ist er keine Leiche, er hat nur geschlummert. Die Schleimkerle müssen ihn für tot gehalten haben. Und hier runtergeschleimt. Was war dieses Gerede von Leichen? Wo ist hier überhaupt? Und wo ist mein Schiff? Ah, verstehe. Dieser Mann ist der Kapitän deines Schiffes. Folgt uns, Kapitän. Wir werden hier 0, Plitsch rauswobbeln. 0, Plitsch. Das ist so ein Terminus, den kann ich mir auch fürs echte Leben angewöhnen. Bei Vodafone im Kundenservice. Da werden sie in 0, Plitsch wieder freigeschaltet. Nee, ich glaube, das kann ich nicht machen. Er halten mich für einen Spasten. So, und dann gucken wir mal, dass wir mit dem Captain hier rauskommen. Oh, Captain, mein Captain. Verflixt und zugeschleimt, verschlossen. Schliff, schliff, schliff. Diese Tür führt in die Schleimheit. Auf meine Nase ist vermatscht. Wenn wir sie nur aufschließen könnten, könnten wir vielleicht den Klecks kratzen. Was? Du wusstest gar nicht, dass Schleime Nasen haben? Hast du vergessen, wo wir gerade sind? Mach dich schlützlich und stell keine doofen Fragen. Da ist jemand. Das habe ich im Knochenmark. Oh nein! Es ist einer der Schleimkerle. Schnell, hinter die Wand. Komm schon, put, put, put. Zeigt euch. Katze? Oh, es war nur ein Kätzchen. Was? Los, verschwinde. Puh, ich hätte mir fast in die Hosen gematscht. Du hast keine Hosen an. Warum lassen wir es für heute nicht Kleck sein? Und vergiss nicht, du bist hier ein Gefangener. Wenn du morgens nicht in deiner Zelle sitzt, wird es einer deiner Schleimkerle merken. Wir haben diese Tür gefunden. Das war ein guter erster Wobbler. Wir müssen schleimfach herausfinden, wie wir sie öffnen können. Aber jetzt müssen wir erstmal zu deiner Zelle zurück. Na los, die Zeit ist schwapp. Na gut. Muss ich wahrscheinlich den Sand da wieder hinbuddeln und das Bett wieder hinlegen. Bis ich das alles in die Karotte krieg, wird's dauern. Hätte nie gedacht, auf Skelkatras zu landen. Ehrlich gesagt, habe ich vorher nicht mal davon gewusst. Wo wir gerade davon sprechen. Es gibt da was, das ich dich fragen wollte, Bilbo. Soll Hagon nicht von den drei Nachkommen Erdricks besiegt worden sein? Wenn das stimmt, warum wird dann jede Insel, an der wir anlegen, von seiner Besatzung beherrscht? Scheinen mir zu viele zu sein, als dass sie nur Überbleibsel sein könnten. Ich dachte, du wärst der Kapitän des Schiffs und kein verkleckster Historiker. Vielleicht solltest du bei deinem Fachgebiet bleiben. Wenn man vom Engel spricht, wo bei den siebenzähigen Meeren ist mein geliebtes Schiff? Dieses wunderbare Boot ist mein bester Freund, genauso wie Malrod es für Bilbo ist. Etwas leiser, ja, wir versuchen im Augenblick zu fliehen. Hör mal, Kapitän, wir werden dein Schiff früher oder später finden, nur so kommen wir von der Insel. Also hör auf zu diskuschmieren und tu, was ich dir sage. Mensch, dein Freund ist ganz schön herrisch, was? Bilbo, er nennt mich an eine gewisse junge Dame. Ich kann dich kleckstens hören. Weniger brabbeln, mehr wabbeln. Jawohl, Sir. Herr Schleim, Sir. Gut, 6207. Der Kapitän und ich werden voraus, Jelen. Komm schleimfach auf dem Weg, auf dem wir hergekommen sind, zurück. Wir treffen uns unter deiner Zelle. Diese Wortspiele, Mann. Das geht doch schleimfach nicht. Verflixt und zugeschleimt.
Na dann. Gar nicht schlecht für eine Nacht. Reflektieren wir nochmal, was wir erfahren haben. Der Versuch, deine Zellentür zu öffnen, ist riskant, aber du kannst durch diesen Tunnel ins Krematorium wobbeln, von wo aus eine Tür nach draußen führt. Also müssen wir nur diese Tür öffnen, oder? Glitschig. Wenn wir einen Schlüssel hätten, wären wir der glorreichen Schleimheit ein Wobbel näher. Und was machen wir, wenn wir hier raus sind? Zu meinem Schiff sausen und die Zeigefinger drücken, dass wir nicht gefangen werden? Nein, Kapitän, nein! Wenn wir wie mein lieber Freund Gottfried entkommen wollen, müssen wir uns den Weg freigraben. Die Tür ist nur der Anfang. Unser schleimziger Weg zum Boot ist durch die Tunnel unter der Zelle von Bilbo, aber mit bloßen Händen graben ist kleckslos. Also müssen wir die Tür öffnen, noch nach einem Weg zum Freilegen, der Tunnel suchen und schwupps ist die Sache in sicheren Tüten? Ganz glitschig. Schön, dass du doch zuhörst, Kapitän. Wenn wir den Schlüssel für diese Tür gefunden haben, wird sich alles von selbst ergeben. Hals- und Schleimbruch bei der Suche 6207. Ich bleib hier bei Slimy und halte mich versteckt. Richte Marot meine Grüße aus, ja? Herr Glitch nicht. Das Loch im Boden, deiner Zelle mit deinem Bettstroh zu bekleksen. Wir wollen nicht, dass jemand Schleim von unserem Plan bekommt. Nee, ich pass schon auf. Niemand Schleim von unserem Plan bekommen. Schleimfach prima. Damit ist das Loch glitschichte. Oder zumindest unsichtbar. Du bist wirklich ein Erbauer, Schnodder. Schnodder? Wenn irgendjemand den Traum meines lieben Freundes Gottfliegs umklecksen kann, dann du. Ich meine es ernst, 6207. Nein, Bilbo. Fliehen wir von Skelkatras, ohne auch nur Schleimer zurückzuschlicken. Ja, bitte. Bitte lass uns von Skelkatras fliehen. Und so endet die fünfte Nacht von Bilbo auf Skelkatras. Er träumt von brennenden Knochen, verschlossenen Türen und blockierten Tunneln. Von allem, das zwischen ihm und seiner Freiheit steht. Und er träumt von seinen Freunden auf dem Eiland des Erwachens, die voller Sorge auf seine Rückkehr warten. Oh, ist das süß. Bewegt eure Knochen, ihr Faulpätze. Es ist Zeit für den Morgenappell. Jojo, wie immer. Oh, ich habe keine Ahnung, was der Dummschädel gemacht hat, aber der Aufseher hat nicht sonderlich gute Laune. Irgendwas sagt mir, dass wir heute herausfindet werden, warum man ihn den Priester der Pein nennt. Schwingt eure faulen Knochen in den Hof und macht euch auf eine Standpauke gefasst. Ich habe gar nichts gemacht. Na, 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 na. Na, 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 na. Das habt ihr Deppen und Dummschädel wirklich hervorragend gemacht. Wir machen uns tagelang die Rückenknochen für eure Rehabilitation krumm und so zahlt ihr es uns zurück? Ihr könnt euch glücklich schätzen, wenn ich euch diesen Verrat je verzeihe. Jetzt bewegt euch aufs Feld, der Aufseher möchte zu euch sprechen. Was für ein Verrat? 6207, 6208. Habt ihr euch die Beine gebrochen? Wieso könnt ihr nicht wie die anderen sein und einfach Befehle befolgen? Jetzt ab aufs Feld mit euch! Dass die Skelette auch immer irgendwas mit Knochen sagen müssen. Ich hab's im Rückenmark. Habt ihr euch die Knochen gebrochen? Beine gebrochen. Bla bla bla. Mega unterhaltsam an sich. Und mein 6207 und 6208. Verzeihung, es tut mir echt leid. Scheiße. Ihr seid spät dran. Versammelt euch alle vor mir. Gut. Mit größter Enttäuschung muss ich enthüllen, dass einer von euch gestern etwas äußerst Sündhaftes im Schilde gespürt hat. Im Schilde geführt. Ein gewisses Magazin wurde im Block 3 gefunden. Die Art von Schriftstück, die selbst die unschuldigsten Anhänger in Versuchung führt. Wenn irgendjemand von euch weiß, wem dieses Buch gehört, dann ist jetzt die Zeit, ins Reine zu kommen. Sollte sich jedoch niemand bekennen, werdet ihr allesamt ins Loch geworfen. Wem gehört das Buch der erbaulichen Bilder? Gesteht! Niemandem? Dann hat es sich wohl aus dem Nichts manifestiert. Ihr scheint braucht ihr alle etwas Zeit zum Nachdenken. Gut, die heutigen Arbeiten werden ausgesetzt. Der Schuldige soll über seine Taten nachdenken und überlegen, ob er um Gnade winselt oder das Geheimnis mit ins Grab nimmt. Okay, als Strafe dürfen wir nicht arbeiten. Das ist aber ärgerlich.
Anscheinend hat er auch sehr keine Ahnung, was du gestern Nacht getan hast. Für einen Augenblick dachte ich, das Spiel wäre aus. Warum regen sich die Kerle so über ein Buch der erbaulichen Bilder auf? Es ist ja nicht so, als könnten wir irgendwas Großes zustande bringen, ohne dass sie es bemerken. Na egal, wichtiger ist, was letzte Nacht passiert ist. Hat dieser widerliche kleine Glibberball ausgepackt? Da hast du recht, hier können wir nicht, wirklich nicht offen reden. Komm, wir gehen an einen etwas privateren Ort. Naja, dann gehen wir mal. Müssen auch ausbrechen. Gut, hier sollten wir sicher sein. Würdet ihr mir erklären, warum ihr es für richtig haltet, vor meinem Lagerhaus untätig miteinander zu plaudern? Na, komm schon, sag's mir, was hast du letzte Nacht getan? Dein Ernst? Braunbart lebt noch, was? Der alte Kerl ist zäher, als er aussieht. Und du hast einen Brief von einem fantastischen Fluchtkünstler und einen Tunnel zum Krematorium gefunden, ja? Mensch, immer hast du den ganzen Spaß. Ich will diese feuchten, dunklen Tunnel auch erkunden. Nein, alles nur das nicht. Es ist dunkel und gefährlich und voller Leichen. Ich werde vor Angst sterben. No, was ist denn da drüben los? Hör zu, der Aufseher hat entschieden, dass du das Krematorium putzen sollst. Aus der Sache kommst du nicht raus. Schrubb so lange, bis du nicht mehr als Haut und Knochen bist. Schon wieder ein Wortspiel. Das Krematorium, da bist du auch gestern gewesen, oder? Sehen wir doch mal, ob wir unserem hasenfüßigen Freund da drüben einen Gefallen tun können. Entschuldigt, habe ich euch richtig verstanden? Ihr beide wollt euch das Krematorium ansehen? Warum um alles in der Welt? Ich meine, natürlich wollt ihr das. Es ist ein wunderbarer Ort. Mir kam da gerade eine Idee. Warum geht ihr nicht an meiner Stelle? Oh. Oh, vielen Dank. Ihr wisst gar nicht, wie viel mir das bedeutet. Na, wenn das mal nicht 6207 und 6208 sind. Ihr habt wohl Lust auf einen Knochenjob, was? Ja, natürlich ist die Tür zum Krematorium verschlossen. Wir können ja nicht jeden beliebigen Dummschädel reinlassen. Aber glaubt nicht, dass ihr diese Arbeit schnell erledigt haben werdet. Fragt den Wärter am Eingang nach dem Schlüssel. Er liebt nicht so sehr, wie Gefangenen knochenharte Arbeit aufzudrücken. Geht durch dieses Tor und immer geradeaus, dann erreicht ihr das Krematorium im Nu. Na los, bewegt euch! Und immer geradeaus. Dieses On-the-Fly-Synchronisieren ist halt echt ein bisschen... Synchronisieren, vorlesen. Halt echt ein bisschen anstrengend. Was heißt anstrengend? Also ja schon, aber sorgt dafür, dass man irgendwie ein bisschen schneller lesen kann. Aber ich würde... Egal. Was läuft ihr beide so planlos rum? Zurück aufs Feld mit euch, sonst sorge ich dafür, dass eure Schädel rollen. Wollt ihr mir ein Bärenskelett aufbinden? Ihr habt euch wirklich freiwillig gemeldet, das Krematorium zu putzen? Ich bin beeindruckt. Die meisten Menschen hassen es, Tote anzufassen. Diese Hohlschädel machen einen richtigen Aufstand, wenn sie putzen sollen. Aber ihr beide habt wirklich Rückgrat. Ihr könnt die Tür mit diesem Schlüssel öffnen. Geht dort runter und sammelt alle Knochen in der Verbrennungsanlage auf. Und versucht nichts Dummes. Meine Augenhöhlen haben euch im Blick. Meldet euch bei mir, wenn ihr fertig seid. Ist das die Tür? Nee, das ist eine andere Tür, ne? Oh, gut, damit haben wir uns um die Tür gekümmert. Siehst du was mit der anderen Seite? Was du mit mir an deiner Seite alles schaffen kannst? Lass uns beim Rausgehen ganz einfach vergessen, diese Tür abzuschließen. Damit hast du einen Weg, der direkt von deiner Zelle zum Hof führt. Was tut ihr beiden Dummschädel da? Fangt endlich mit dem Putzen an. Sieht aus, als müssten wir da wirklich rein und alles putzen. Dann bringen wir es hinter uns. Von hier kamen wir ja, ne? Das ist also das Krematorium. Mir gefällt, was sie aus diesem Ort gemacht haben. Der Wärter will doch, dass wir die Knochen in der Verbrennungsanlage kaputt hauen, oder? Lass uns reinspringen und die Arbeit erledigen, damit wir schnell wieder rauskommen. Alles klar. Hier ist nichts. Wo ist ein Braunbart eigentlich jetzt? Hier reinspringen? Oha. Alter, das ist ziemlich düster. Wow, ey. Ist hier eigentlich drin? Heilkraut. Ich meine, es gibt hier echt eine Leichenverbrennungsanlage. Das ist ein Spiel für Kinder, Leute. Es ist genauso, wie ich immer sage. Asche zu Asche, Knochen zu Staub. Dann sagen wir dem Schädelgesicht da oben mal, dass wir fertig sind. Moment, ich glaube, ich verstehe es jetzt. Sie verwenden die Knochen, um ihre Reihen zu füllen, oder? Das ist doch verrückt. Hat Hagorn wirklich so viel Freude daran, Menschen in Monster zu verwandeln? Lassen wir sie unten liegen. Wenn sie die Knochen so gern haben wollen, können sie selbst holen kommen.
Gut gemacht. Dann gehen wir mal nach oben und überbringen der Wache die guten Neuigkeiten. Also, die Tür ist geöffnet. Das bedeutet, dass du von deiner Zelle aus zum Hof gelangen kannst. Aber damit kommen wir noch nicht von der Insel. Irgendeine Idee, wie unser nächster Schritt aussieht? Willst du nach einem Weg suchen, die unterirdischen Tunnel auszubauen? Das wäre ein Kinderspiel, wenn du deinen Hammer noch hättest. Hey, was treibt ihr beiden da unten? Weniger quatschen, mehr Knochenmalm. Wenn ihr fertig seid, dann schwingt eure knochigen Hintern hier raus. Glaubt ja nicht, dass ich euch nicht ins Loch werfe, wenn ihr faulenzt. Hat ja auch lange genug gedauert. Hat ja auch lange genug gedauert. Ich hoffe für euch, dass ihr euch um alle Knochen da unten gekümmert habt. Irgendwas an euch ist verdächtig. Ihr beide seid insgesamt zu eifrig. Die Bewohner von Skelkatras sollten nicht so voller Leben aussehen. Ihr müsst euer inneres Skelett hervorkommen lassen. Aber keine Sorge, eines Tages finde ich schon einen Grund dafür, euch beide ins Loch werfen zu lassen. Sobald wir den verrückten, fürchterlichen, knochenzermalmenden Hämmerling begegnet, wird euch das Grinsen schon noch vergehen. Okay. Im Loch befindet sich ein Hämmerling, was? Ein Hämmerling? Hey, ihr beiden, weniger Trödelei, mehr Schinderei. Bewegt eure stinkvollen Knochen zum Bauernhof. Es ist immer weniger das, mehr das, oder? Das sagen sie sehr, sehr oft. Beziehungsweise ich sage das sehr oft, weil die das sehr oft schreiben. Hui! Was ist los? Ist es Schlafenszeit oder so? Hey, ihr Schlafmützen. Würdet ihr uns erklären, warum ihr alle da rumlungert, während wir uns beim Kaputthauen der Knochen fast das Kreuz brechen? Erklärung ist einfach. Diese undankbaren Wichter haben meine Großzügigkeit als selbstverständlich erachtet. Sie sollten nur zugeben, wem das Buch gehört. Unglücklicherweise verschmähten sie diese Gelegenheit und dafür werde ich sie in das Loch werfen. Naja, was das angeht. Was würdest du sagen, wenn du rausfinden würdest, dass das Buch mir und Bilbo gehört? Was? Ist das so? Das Buch der erbaulichen Bilder gehört euch? 6208, spricht er die Wahrheit oder wollt ihr mich anlügen, um eure Mitgefangenen zu schützen? Ob euer Verbrechen Ausschweifung oder Unaufrichtigkeit ist, spielt keine Rolle. 6207 und 6208, genießt eure Jungfernreise in das Loch. Well, shit. Rechtschaffene Taten bleiben hier nicht unbestraft, das solltet ihr nie vergessen. Ich war so frei und habe euren Besitz beschlagnahmt. Wir wollen ja nicht, dass irgendetwas der besonderen Lektion des Aufpassers im Wege steht. Rein mit ihnen. Schon wieder alles weggenommen. Nicht gerade die weichste Landung, alles klar, Bilbo? Das ist also das legendäre Loch, hm? Warum habe ich schon wieder keine Ruhe? Ich habe nichts an! Kein Hämmerling. Aha, macht euch bereit für prügelnde Prügel. Was zum... Das ist der Aufpasser? Trödelt nicht, meine Schäfchen. Findet eine leere Zelle, bevor unser freundlicher Aufpasser auf euch aufpasst. Ihr habt aber ein Glück. Das ist eins der besten Zimmer im ganzen Loch. Genießt eure Zeit dort unten. Ihr werdet schnell merken, wie schön eure alte Zelle doch gewesen ist. Mir steht es bis zum Hals, wie sie uns behandeln. Was, du verstehst nicht, warum ich gesagt habe, das Buch gehöre uns? Du wirst es noch früh genug sehen. Wir müssen nur darauf warten, dass sie uns hier rauslassen. Dieser Ort ist dunkel, klamm und schmutzig. Er gefällt mir. Durch solche Orte bekommt man Albträume. Zugeschlossen. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Au, hau! Was zum Teufel war das? Dein bester Freund, lieber 6208, ihr seid im Loch nicht allein. Oh, ganz und gar nicht. Euch leistet einer der wildesten und gewalttätigsten Hämmerlinge überhaupt Gesellschaft. Nutzt diese Zeit, um über eure Missetaten nachzudenken, während ihr in Furcht vor eurem niederträchtigen Nachbarn lebt.
Lass uns etwas schlafen. Es ist ja nicht so, als hätten wir etwas Besseres zu tun. Wir können unsere Sorgen einfach wegschlafen und dann sind wir morgen früh fit, um uns einen tollen Fluchtplan auszudenken. Und aus irgendeinem Grund fühle ich mich hier irgendwie fast wie zu Hause. Vielleicht kann ich endlich mal wieder gut schlafen. Bilbo und Malrod liegen eine gefühlte Ewigkeit in der Dunkelheit, ohne auch nur bis zu ihren eigenen Fingern sehen zu können. Schließlich fallen beide in einen tiefen Schlummer. Hohepriester Hagon. Eine leise Stimme ruft durch die Dunkelheit, eine Stimme aus einem Traum. O Hohepriester Hagon, unser einzig wahrer Herrscher. Was zur Hölle? Ein verfluchter Erbauer befleckt euer Reich mit seinen Schöpfungen. Und doch beginnen die Inseln der Welt an anderen Orten zu flackern. Und doch beginnen die Inseln der Welt an anderen Orten zu flackern und zu vergehen. Wird unsere Zeit knapp? Sagt es uns, o höllischer Vater. Wann wird der Meister der Zerstörung wieder erwachen? Wann werden wir gerettet werden? Bitte, Hohepriester Hagon, wenn unsere Gebete euch erreichen, so gebt uns ein Zeichen. Wir werden die Rückkehr von euch und dem Meister der Zerstörung im gelobten Land erwarten. O Hohepriester Hagon, wir beten, dass ihr uns bald mit eurer Anwesenheit beehrt. Bevor uns der Tag des jüngsten Gerichts ereilt und die Illusion ein Ende hat, ist die Nacht vorbei. Uff, war das irgendein Traum? Was ist der Tag des jüngsten Gerichts? Und noch wichtiger, warum träume ich von sowas? Also wenn es überhaupt ein Traum war. 607, 608. Hey Bilbo, die Wache ruft nach uns. Steh auf. Geht's dir gut? Wie lange sind wir überhaupt schon hier? Kichichi, das sollte für euren ersten Besuch mehr als reichen. Ihr könnt eure Zelle jetzt verlassen, Dummschädel. Okay, dann verlassen wir morgen die Zelle hier im Loch. Ich hoffe, euch hat auch diese Folge wieder gefallen. Falls ja, gerne ein Like da lassen oder auch ein Abo, falls ihr es noch nicht getan habt. Kritik darf gerne in den Kommentaren geäußert werden. Und ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis moin. Ciao, ciao.